Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Watch Dogs 2 Night of the Dead Sack. Nein, Watch Dogs 2 ist angesagt. Ja, wir sind gerade mitten in der Mission drin. Wir müssen nämlich ein paar Hotspots anmalen. Und hier, guck mal, hier steht sogar noch unser Bike von der letzten Folge. Und hier hinten haben wir auch schon das Dings. Guck mal, hier haben wir noch einen Hackerspace. Wir haben tatsächlich mehr als einen Hackerspace. Können wir ja auch gleich mal, wenn ich mit der Mission hier fertig bin, mal kurz vorbeifahren, um euch den mal zu zeigen. Okay, jetzt da oben. Nichts passiert. So, wir müssen da oben rauf, auf das Gebäude. Och, da hinten ist schon wieder so irgendein Dings. Forschungspunkt in der Nähe da hinten. Aber das wollen wir ja noch gar nicht hier. Ich will hier erstmal schauen, wie ich hier hochkomme. Und das muss ja hier irgendwie sein. Oder? Komme ich hier irgendwie hoch? Nee. Gucken wir uns mal um. Reisepass, bla bla bla. Ich sehe auch nirgendwo eine Hebebühne oder so, ne? Wäre ja wenigstens. Schon okay. Alles wird wieder gut. Ah, guck mal, da drüben. Da drüben. Da ist die Hebebühne. Ups. Klauen wir sie mal von Nudelgelände. Vorsicht. Weiß gar nicht, wo ich sitze, aber okay. So. Wo bin ich? Ach so, ich stand da noch. Alter! So. Sorry, aber wer mich hier angreifen will oder angreift, ne? Oh Gott. Sag bloß, dafür brauche ich irgendwie jetzt die Drohne oder so. Was fehlt mir noch? Das würde mir jetzt noch fehlen, dass ich hier für die scheiß Drohne bräuchte. Kriege ich den Spaß noch höher gefahren? Mal ganz doof. Hallo? Nicht wirklich.
Ich hatte schon die Freuden. Ich dachte schon, hey, geil. Vorsicht! Vorsicht! Ah, vielleicht von oben. Sollte ich vielleicht mal nicht hochgefahren machen. Könnte ein bisschen umkippen. Ne? So, hier sollte ich das. Vielleicht sollte das hier funktionieren. Ich bin ja echt schlau, aber ich kapier's nicht. Dann bist du vielleicht auch nicht schlau. Na bitte, geht doch. Zack. Und schon haben wir's. Voila. So. Und schon haben wir erstmal ein Nudel-Plakat hier. Ne? Tagge jeden zweiten Satz. Oh, Alter, noch mehr. Okay. Jetzt wollen die noch mehr. Also, jetzt wollen die tatsächlich... Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Wir brauchen hier Polizisten! Schnell! Wir brauchen hier Polizisten. Schnell. Die Polizei ist unterwegs. Bitte bleiben Sie ruhig. Zack. Aussteigen. Aus! Bewegung! Einfach falsch! Oh. Wir brauchen hier sofort einen Rettungswagen. Es gab einen Mord. So. Okay, gucken wir mal. Wo haben wir denn die nächste? Da haben wir den nächsten. Tagge den zweiten Satz hohe Punkte. Sollte vielleicht mal weniger dingsen. Da ein bisschen weniger machen. Nicht, dass hier okay, da oben. Scheiß. Dann werde ich wohl auf der anderen Seite müssen. Hin müssen. Einmal auf die andere Seite. Ach. Meine Güte. Ach. So. Oh, guck mal. Da ist sogar schon eine Hebebühne. Zack. Da ist eine Hebebühne. Guck mal an. Olle. Meine Fresse. Natürlich. Was sollst du da großartig sehen?
was. Sorry. Hier wegen Kotzen in der Öffentlichkeit. 10:31. Fahndungsmeldung für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Bisschen näher. Vorsicht. Ich will nur ein bisschen näher ran. Ich wollte nur mal näher ranfahren. Okay, jetzt muss ich irgendwie da natürlich noch nach oben jumpen. Sollte eventuell oder auch nicht. Hier wäre ein kleines Autochen machbar. Ist die Frage. So. Vielleicht kann ich so die Dings hacken. Hebebühne da. Zack. Moment. Hep. 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 Geht doch. Ja, guck mal. Hier. Kann ich bestimmt von hier aus jetzt die Hebebühne hacken. Wenn ich jetzt hier nach links und nach unten mache. Sollte ich rüber jumpen können. Und nach oben fahren können. Guck mal. Tada. Jetzt noch hier einmal runter. Zack. Noch einen kleinen Stunt für die Fans. Und schon haben wir das nächste Plakat. Dawn of Dedsec. So. Hep. Und hep. Nach oben. Einmal darüber. Nein! Alter, was macht er denn? Was macht er denn? Mal ganz ehrlich. Ihr habt's gesehen. Das hätte er so gar nicht machen sollen. Unnötig sowas. Komm. Ab zum nächsten Spot. Warte mal, welche Spots? Alter, da drüben sind auch noch mal welche. Komm, dann fahren wir erstmal nach da. Ich weiß, eigentlich wollte ich euch das Hauptquartier zeigen, aber irgendwie, ne? Geht ja wohl gar nicht hier, diese Leute, die einen immer rammen müssen.
finde es witzig, dass hier noch die normalen Plakate sind. Also hier die normalen Autobahnen Schilder meine ich. Weil bei Watch Dogs 1 waren das ja schon elektronische. Der Stunt war doch mal nett. Nichts für ungut, aber der war mir ein bisschen im Weg. So. Ganz vorsichtig. Wollen ja nicht hier unnötig Unfall bauen. Oakland. Entschuldigung, ich hab Ohrwurm von manchen Liedern. So, hier auf das Gebäude muss ich irgendwie rauf. Steht da drüben irgendwo eine Hebebühne? Gut, dass ich das nicht so aus. Okay. Da sehe ich auch keine Hebebühne. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Also hier oben drauf muss ich. Die Frage, haben wir irgendwie eine Hebebühne oder so hier? Eine Leiter. Leiter hört sich schon mal gut an. Natürlich. Natürlich. Ah, guck mal. Zack. Guck mal. Wow. Und wie soll der da hochkommen? Auch. Die sind auch immer witzig. Okay. So wird das auf jeden Fall schon mal null. Mal auch nicht so wirklich gut rüber, ne? Ich schau mal so kurz um die Ecke. Mit meiner Hebebühne und so, wie gesagt, habe ich eh nicht. Sehe auch hier nirgendwo welche auf den Parkplätzen oder so.
Und da hoch komme ich auch so nicht. Ergo, ich habe gerade keinen Plan, wie ich da weiterkommen soll. Weil wenn man bedenkt, ne, der Dings kommt ja auch nur bis da. Ach so, ja, okay. Man sollte auch wirklich mal ein bisschen logisch gucken, ne? Man sollte ja auch mal drauf achten. Ne? Dann ist das natürlich auch kein Wunder. Warte mal, wo war denn der jetzt? Ach, da vorne. Das ist dann natürlich auch kein Wunder. So, entsperren. Klack. Und klack. So, damit ist die Tür offen. Also das mache ich noch, bevor ich jetzt die Folge beende. Ne, das eine Schildchen da, das will ich noch haben. Hab. Guck mal. Sogar mit Rampe. Komme ich hier so? Ja. Wow. Das nennt man mal stylischer Move. So. Und das nächste Graffiti. That's sick. Tada. So. Aber ich würde sagen, damit beende ich auch erstmal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir weiter die ganzen Graffitis verteilen. Ne? Und ja, dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Livers Gesang.